haben hier Lehm, 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 Lehm. Wir müssen uns mal darum kümmern. Hier haben wir Kupfer gefunden in der Nähe von Bradford. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierigeres Hinterland. Dass das nicht nachspawnt, ne? Aber wer weiß, vielleicht spawnt das ja noch nach. Ich will da jetzt nichts mehr zu wilde Spekulationen sagen. Was fehlt uns denn? Leder, 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 Leder. Okay. Achso, wir haben. Können wir einen Jäger hochschicken? In das andere Dorf. Was haben wir denn hier für Leute? Er ist halt ein guter Koch, aber auch ein sehr guter Jäger. Küche haben wir aber schon welche. Dann können wir ihmchen hier tatsächlich nach Zinn schicken. Damit er bei Zinn jagt. Einfach nur jagt. Und dem schicken wir dann. Die brauchen nämlich Köcher und Pfeile. Bevor es Nacht wird. Lieferungen. Genau. Stoffköcher. Zwei Stoffköcher und Pfeile und ein Bogen. Und einen Kurzbogen. So, und dann können wir immer vier auf Halde halten und dann ist okay. Und Pfeile halten wir dann auf sechs. Perfekt. Nicht genügend Ressourcen. Holz fehlt uns. Gut, das haben wir. Und Ulmenkurzbogen, Schilf, Schnur und Holz. Leinen und dies und das. Ah, gut. Gut, dann haben wir das. Dann werden sie das jetzt erstmal herstellen. Ich würde, also, ich muss auch zugeben, würde ich heute noch einmal das Spiel beginnen, würde ich gänzlich anders agieren. Also, wir machen 15, 15, 15. So. Jetzt hauen wir das mal rein. Und hier machen wir 20, 20, 20. Hier kann der. Ah, du kannst Torf reinwerfen. Wie kriegen wir Torf her? Torf bekommen wir da oben, oder? Wie kriegt man Torf? Das ist Dünger aus Torf. Wo kriegen wir Torf her? Hat das jemand auf der Karte gehabt? Weil Torf ist ja eigentlich etwas, was in der Nähe von irgendwas hier so wächst, aber. Oder ein Fluss halt ist, aber. Guck mal, ob es hier was gibt. Vielleicht gibt es hier ja. Aber. Nein, weg. Grubenholz, Drescher, Dorfbohnen, Bergbauer. Okay, ciao. Eine Schlammgrube. Wird zum Sammeln von Schlamm mit einer Schaufel verwendet. Haben wir nicht eine Schlammgrube da hinten? Bringt die was? Oder ist es auch wieder zum Steinehacken? Das ist nicht eine Schlammgrube hier. Lehm und Torf. Im Sumpfgebiet gefunden werden. Wollen wir das nächste Sumpfgebiet? Hier. Hier können wir dann Torf finden bei Black Ridge Pool. Oh Gott. Okay. Das mit dem Torf ist also ein bisschen schwierig.
Okay, aber das kriegen wir alles hin. Alles gut. Wir gehen pennen. Gönn uns nochmal. Haben wir hier noch was? Oh, über Landwirtschaft, aber das ist viel zu gut. Nehme ich nochmal den Ernter. Und kurz Nacht. Okay. Wir sind ein bisschen rumgekommen. Möglicherweise. Ich guck mal, ob sich hier was getan hat. Nö. Ich find's doof. Weil der Abbau bedeutet ja, dass die Leute nicht wissen, wohin. Ich lass es. Nee, ich lass es. Wobei, warte, was haben wir hier noch? Wir haben keinen Platz mehr zu Hause, hm? Warte mal. Das hier kann ich schon mal abreißen. So. Das Wohnzelt. Ja, wobei, manchmal kann man das hier nochmal brauchen. Aber das eine habe ich jetzt mal abgerissen. Ich habe das Gefühl, wir haben keinen Platz zu Hause. Wir brauchen noch ein Lager. Nee, wir haben Platz. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay, Moment, ich muss das nochmal durchgehen. Oh. Getreide, Hanfsamen. Ich mach alle Sachen mal auf. Okay, wieder von der 4 kopieren, ne? Gut. Einmal bitte von der 4 kopieren. Auf der 4. Ja. Das ist sonst zum Schreien. Kein Wunder, dass wir das nicht reinbekommen. Und wir wundern uns die ganze Zeit, warum wir die Lieferungen nicht bekommen. Ist Rohstein auch frei? Oder? Ja, Rohstein geht immer. Na, jetzt läuft's auch langsam mal wieder, ne? Eieiei. Da wird gebaut. Da wird gekocht. Muss ehrlich zugeben. Ich glaube, wir brauchen nur ein Räuchergestell. Mein persönliches Gefühl gerade. Es ist sehr voll. So. So, weil dann können sie in zwei Töpfen kochen und das, dann ist es super. Das Häuschen da oben ist auch ready. Hätte mir was zu essen nehmen können. Bin gespannt, was der da oben mit seinem Bogen macht. So. Gehen wir mal gucken. Kleines Stück rohes Fleisch. Schön. Also dann haben wir da hinten noch ein bisschen was an Freiraum. Holzfäller-Lager. Okay. Dann machen wir genau das, was wir am besten können. Auffüllen auf 10.
auffüllen auf 100. So, viel Spaß. Könnt ihr ja mal beginnen. Aber wenigstens zwei Holzfäller. Na gut, die müssen halt noch ein bisschen laufen, aber hey. Mal gucken, was der so macht. Der schießt nur, oder... wird wahrscheinlich der beste Bogenschütze sein, den wir so finden können. Ey, na du. Was hast du für uns? Kaninchen, alles ist egal. Mach ruhig einen Radius von 500. Hol alles. Okay, wir brauchen viel mehr Bogenschützen. Also viel mehr Pfeile. Yikes. Der hat... oh, der hat aber grundsätzlich alles Mögliche, ne? Wie voll ist es? Very full. Gut, dann, Siedlungen. Zinnerz, 22. Gustovia hier, ne? Schilfrohr. Rohstein, warum? Holz mehr. Aber hier haben wir noch ein bisschen was. Kein Gewart auf Abholung. Ich würde noch mal kurz gucken gehen. Das Dumme ist, ich kann halt jetzt nicht mehr auf diese Lager dazugreifen. Das ist so ein bisschen tricky gerade, ne? Das nehme ich mal mit. Der hat einen großen Jagdradius. Ah, der wird noch brauchen. Schwierig, schwierig, schwierig. Also erstmal müssen wir das Kupferlager komplett leer kriegen. Das ist, glaube ich, so Numero Uno. Und danach können wir uns um den Rest kümmern. Aber das kriegen wir hin. Ich glaube, pro Person kriegen wir 20 quasi dazu, was wir verwursten können. Okay, wir haben zwei Leute hier, sehr gut. Viel Spaß beim Machen. Oh. Zinnprodukt. Oh nein. Sollte darauf achten, dass ich das auf täglich stelle. Täglich. Ein. Ich hoffe, das wird reichen. Ich bin gespannt, wie gut der im Bogen schießen wird auf Dauer. Ja, der fängt gute Sachen da oben, ne? Der wird hoffentlich beim Jagen Stufe 6 bekommen und dann geht's rund, hoffentlich. Und zwei davon. Nimm einen gebratenen Pilz. Nimm zwei gebratene Pilze, sehr gut. Ach komm, das macht ja alles selbst. Verbrannter Pilz.
aber... Wir brauchen 5, aber 2 hast du schon mal. Gut. Gut nun. So. Ja, naja. Ja, naja. Ist alles voll. Können wir irgendwas aus Stein bauen? Rennöfen. Baut er noch einen? Genau, wir müssen noch zu Amelie. Mal gucken, was Amelie sagen wird. So. Gut. Wir schaffen das noch. Hoffe ich, vielleicht. Die ist da oben, ne? Also, ja. Oh, der hat Federn gefangen. Also Federn bekommen. Nice. Wir haben halt so viele Steine. Was sollen wir mit den ganzen Steinen machen? Bin ich so ein bisschen leicht überfordert. Ich würde eigentlich sehr gerne mit jemandem die Steine weghandeln, so, ne? Und wieder zurück. Und wieder zurück. Schade, dass sie aussah. Ich würde gerne wissen, wie ich den Bug gefunden habe. Die Ausdauer geht halt immer runter. Don't try anything stupid. Okay. Würde gerne Wendige sein oder ein Pferd haben wollen oder so. Wir haben halt einen Rennofen abgeschlossen. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt so. Ja, naja. Was mir halt immer Sorge macht, ist, diese Zahl hier oben hochzukriegen. Und ja, irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie trotzdem diese ganze Wirtschaft am Laufen zu halten. Ist gar nicht mal so einfach. Ich überlege, ob es nicht mittlerweile Sinn macht, ob man denn da oben nicht einfach sagt, komm, wobei das hier im Mittelpunkt ist besser, ne? Na, wir haben aber schon mal ein bisschen was hergestellt. Ja, wir reisen. Ah, warte, bis morgen steht ja noch. Das heißt, wir müssen noch länger warten. Wisst ihr was? Ich mache mal eine kurze Pause und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss gerade mal eine Pause machen. Ich muss ein bisschen was trinken, ein bisschen runterkommen. Von daher bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe tatsächlich geguckt nach Mods. Es hat mir ein bisschen gereicht mit dem Lagerplatz. Also wir haben viel mehr Lagerplatz jetzt. Gott sei Dank haben wir viel mehr Lagerplatz, weil das hat echt genervt. Nummer 1. Lagerplatz also. Das zweite ist die Reiseschilder. Kosten kein Renown mehr. Und wir müssen die doofen Dinger nicht an der Straße platzieren. Ich verstehe, warum man das macht, aber irgendwie auch nicht. So, das haben wir gemacht. Dann Bücher. Bücher sind etwas effektiver. Das hat jetzt trifft noch nicht darauf zu. Aber die sind, glaube ich, doppelt so effektiv jetzt. Ist auch ganz gut. Wir bekommen mehr Renown durch Töten von Gegnern.
Warte mal ganz kurz, ich sage euch gleich mal, was alles drin ist. Ich habe ein paar, das waren ein paar mehr Mods. Ich habe jetzt nichts genommen, was zu krass ist, genau. Renown, achso, das wollen wir uns auch gleich um. Deforestation bedeutet, wir können, wenn wir auf die Bäume hauen, die ein bisschen schneller, also doppelt so schnell tatsächlich kaputt machen, ist ein bisschen angenehmer. Dann Storages habe ich euch gerade gezeigt, das habe ich genau, und genau, und. Okay. Okay, das ist ein bisschen viel. Es gab keinen anderen. Aber okay, dann. Aber der sollte das sortieren, das tut er gar nicht. Na, ist mir auch egal. Haben wir jetzt auch. Es ist halt. Also, ist ein bisschen viel, muss man ehrlich zugeben. Ich hätte mir das kleiner gewünscht. Ich dachte, das wird vielleicht mal doppelt so groß oder so, aber.